Es ist der Tag der Entscheidung. So könnte man es vielleicht einleiten. Was wir heute noch zu erwarten haben, ist sicherlich geeignet, die ein oder andere Bombe platzen zu lassen. Ihr wisst natürlich, was gemeint ist. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank, der FED, die heute Abend um 20 Uhr ansteht, die Pressekonferenz um 20.30 Uhr. Also jetzt schon mal als Ankündigung für all diejenigen, die aktiv intraday unterwegs sind, rechnet damit, dass wir um diese Uhrzeit enorme hohe Bewegungen, starke Bewegungen, hohe Volatilität haben und rechnet damit, je nachdem, welche Kontrakte ihr dann natürlich auch handelt, dass die entsprechend komisch gepreist sind. Das ist auf jeden Fall etwas, was ihr im Hinterkopf halten solltet, insbesondere wenn ihr irgendwas mit Optionsscheinen oder mit Zertifikaten macht. Ist das häufig damit enthalten? Also, es ist spannend, was da passiert. Es ist aber nicht das einzige Event, denn auch die EZB hat ja schon gesagt, Markus Fugmann hat angekündigt, dass wir hier noch das ein oder andere zu erwarten haben. Übrigens ein sehr guter Beitrag. Schaut euch das Video dazu auch nochmal an. Ich bin sicher, das wird hier unten drunter dann verlinkt werden, um den Sachverhalt so ein bisschen klarzustellen, wie es mit der Notenbank auch in Europa aussieht. Auch von dort ist heute zu erwarten, dass wir das ein oder andere Feuer in den Markt nochmal bekommen. Was macht es dann für einen Sinn, überhaupt auf die Charts zu gucken, Rüdiger? Es sind doch dann doch die fundamentalen Nachrichten, die den Markt bewegen. Ja, ist fast immer so, dass die fundamentalen Nachrichten den Markt bewegen. Der Chart bewegt ja per se erstmal nichts. Man kann da stundenlang irgendwo eine Linie liegen oder irgendwie sonst irgendwas sein. Deshalb tut der Markt ja nichts, sondern die Marktteilnehmer reagieren auf etwas. Ja, warum macht das mit dem Chart dann Sinn? Das ist deshalb sinnvoll und sogar sehr sinnvoll, auf den Chart zu gucken, weil man dann sehen kann, in welcher Stimmung die Marktteilnehmer sind. Und ihr kennt das aus dem privaten, aus dem familiären vielleicht aus dem beruflichen. Wenn ihr schon seht, dass euer Gegenüber in einer sauschlechten Stimmung ist, dann wisst ihr, schlechte Nachrichten wären jetzt ganz unangemessen, ganz dünnes Eis. Und wenn ihr seht, ach, guck mal hier, die sind total begeistert, die freuen sich doch, hier, tolle Nachrichten, und dann habe ich jetzt mal eine blödere Nachricht. Ach ja, komm, alles nicht halb so schlimm. Also ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Wir können aus den Chartverläufen in etwa erkennen, ob die Marktteilnehmer begeistert sind von etwas oder ob sie eher zurückhaltend sind, ob sie in der Warteschleife sind, ob sie im Panikmodus sind und so weiter. Und das verwenden wir in Zusammenhang mit den Nachrichten und können dann vielleicht, nicht sicher natürlich, aber besser zumindest mal ablesen, was wohl die nächste Bewegung, die nächste erwartbare Richtung ist. So, wir wollen zurückfinden zu den Indizes. Ihr seht hier schon den DAX Future in dem Fall, den ich hier jetzt anzeigen lasse. Und ihr seht, immerhin, wir sind doch in der Aufwärtsbewegung. Was willst du denn? Seit gestern Abend geht es doch hoch. Jawohl, also auch folgerichtig, wir haben hier eine Unterstützung. Das wird manch einer nutzen und sagen, ich mache mal keine Verkäufe mehr. Das heißt, Verkäufe fallen vielleicht tendenziell weg an der Unterstützung. Und der ein oder andere sagt sich, ich kaufe dann vielleicht doch noch mal. Manch einer wird vielleicht sogar hier unten gekauft haben. Als der Kurs hier an dieser Marke eben angekommen ist, das kann ich mir durchaus vorstellen, als Kaufeinstieg, Unterstützung, da kann man günstig wieder einkaufen, günstiger kriegen wir es nicht mehr. Die Motivation mag unterschiedlich sein, der Kurs geht aber jetzt nach oben. Und jetzt gucken wir uns das mal an hier im Intraday-Chart, weil diese Videos sind ja vorzüglich eigentlich gedacht, damit wir uns überlegen, was können wir heute Nachmittag, heute Abend, vielleicht bis morgen, übermorgen, was können wir da erleben im Markt. So, und wenn ich mir das mal anschaue, dann sehe ich, dass tatsächlich diese Aufwärtsbewegung wie aussieht. Wir haben Rücksetzerbewegung, Rücksetzerbewegung, Rücksetzerbewegung. Von mir aus fassen wir das als eine Rücksetzerbewegung auf. Aber wir haben eine ganze Menge Rücksetzerbewegungen, die überschneidend sind. Und das ist etwas, was klassischerweise noch nicht so der richtige Burner sind. Also ist. Wir haben also im Moment die gute Nachricht, es geht nach oben, zumindest mal jetzt aus bullischer Sicht. Das kann man natürlich anders sehen, wenn man gerade short war. Aber das ist eine bullische Richtung, ganz klar. Aber sie ist noch nicht über alle Zweifel erhaben. Das wäre der Fall gewesen, wenn die Marktteilnehmer gesagt hätten, so, Faxen dicke, ab jetzt machen wir hier sowas. Und wenn wir mal ein Päuschen machen, dann geht es danach weiter. So sieht eine starke Marktrichtung aus. Ihr seht das hier übrigens im Umgekehrten hier. Das ist eine starke Marktrichtung. Das ist eine schwache Marktrichtung. Auch hier vorne starke Marktrichtung. A, B, C oder mehrfach wackelt. Das ist meistens ein Indiz. Und wenn ihr das auch im Groben hier auffasst, hier seht ihr es natürlich überall genauso hier jetzt.
Auch das hier A, B, C, das sind alles keine guten Zeichen, wenn ihr sowas habt. Also merkt euch, so wackelig irgendwie was ist nicht optimal für die Marktrichtung. Vergleicht also im Zweifelsfall, welches ist die starke Richtung. Hier vorne hatten wir es ja noch relativ gut. Im 5-Minuten-Chart, ich bleibe jetzt mal hier, das ist eine relativ starke. Je mehr es nach unten wackelt, desto mehr spricht dafür, dass es nach unten hochgeht. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es da gewackelt hat. Das war ja auch Nachthandel, deshalb ist es immer so eine Sache, ob man das dann unbedingt handeln will. Aber insgesamt die Aufwärtsbewegung, die wir jetzt hier am Nachmittag hatten, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Marktteilnehmer total verstimmt wären. Wir hatten ja das Beispiel, ja, ich gucke mir mal den Gesprächspartner an, dann überlege ich mir, ob ich mir was wünsche von dem oder nicht. Wäre es so gegangen, wäre ich deutlich negativer drauf. Das ist zumindest mal nicht ganz schlecht. Aber richtig gute Laune, man sieht schon, die Marktteilnehmer sind empfindlich. Keine Frage, vor so einer Fed-Entscheidung ist das häufig so. Wir sollten also vorsichtig sein, ob diese Aufwärtsbewegung jetzt wirklich tragfähig ist, auch für eine Wende. Das werden wir heute Abend dann sehen um 20 Uhr. Und wer kann, wer mag, kann natürlich versuchen, intraday noch was zu machen, was ich persönlich nicht so gerne vor einer Fed-Entscheidung mache. Denn wir sehen, dass das unter Umständen jetzt so langsam sich ausläuft und die Marktteilnehmer sagen, komm, die letzten paar Stunden gucken wir einfach mal von der Seite aus zu und dann überlegen wir uns, ob wir da um 20 Uhr und nachfolgend etwas daraus tun, aus dem, was sich daraus ergibt. Beim Dow ist das nicht großartig anders, ebenfalls 5-Minuten-Chart. Ihr seht, auch hier haben wir Anstieg, aber ihr seht auch, dass wir viele Rücksetzer haben, die überschneidend sind. Achtet darauf, das ist meistens kein gutes Zeichen, das ist eigentlich eher ein Zeichen, dass das eine Gegentrendrichtung ist und dass wir eigentlich nach unten zu erwarten sind. Vielleicht auch ein Hinweis darauf, wenn wir heute Abend irgendwelche Zwischentiefs, diese triggern nach unten, dass man dann sagt, oh komm, da kann ich sogar noch mein Shorty mitnehmen, wenn der Markt da runtergeht. Wenn er natürlich heute Abend wie wild nach oben schießt, ja gut, dann muss ich über Shorts ja auch nicht nachdenken. Vielleicht eine kurze Zwischenbemerkung dazu, sollte man überhaupt handeln um die Fed-Zinsentscheidung? Ich bin kein Freund davon. Ich habe es eben schon erwähnt, viele Instrumente sind sehr schlecht gepreist vorher, weil natürlich vorher die implizite Vola sehr hoch ist. Das heißt, für viele, die da auf entsprechende Handelsinstrumente zurückgreifen, kaufen mehr oder weniger zum teuersten Zeitpunkt, liegen vielleicht von der Idee sogar richtig und müssen dann allerdings miterleben, dass sie doch Geld verlieren, weil die Vola danach, die Schreckensangst danach deutlich nachgelassen hat und man dann eben, naja, eher den Eindruck hat, oh, vielleicht gar nicht so schlimm, das Ganze und dementsprechend geht die Vola raus und die Kontrakte werden wieder niedriger gepreist. Die Richtung war zwar richtig, aber man hat trotzdem Geld daran verloren. Deshalb meine Idee ist, ich will das niemandem vorgeben, aber vorher eher die Füße stillhalten, wer natürlich genau weiß, was er tut, wer alles genau im Blick hat, auch schnell genug reagieren kann und so weiter, der kann natürlich das ein bisschen aggressiver angehen, aber wer sich dann nicht sicher ist, wartet das Ereignis ab. Und das, was sich nachher als Bewegung daraus gibt, das wird dann gehandelt. Das heißt, die schnelle Reaktion der Marktteilnehmer ist so ungefähr so, stellt euch vor, ihr habt ein Geschwisterchen und sagt dann, bevor ich jetzt frage, was am Wochenende stattfindet bei mir, ob ich auf irgendeine Party gehen darf oder nicht, soll meine Schwester, mein Brüderchen zuerst fragen. Und wenn ich dann sehe, die Nachricht ist gut, frage ich auch. Wenn ich feststelle, die Nachricht ist schlecht, dann warte ich noch mal ein paar Stunden oder ein paar Tage ab und stelle dann meine Frage in dem Zusammenhang. Nichts anderes ist das, was Charttechniker machen, über die Geschwister vorschicken, sprich die anderen Marktteilnehmer vorschicken, mal reinfühlen in die Geschichte und dann eben zu sagen, ich mache mit. Also S&P, ihr seht das hier auch im hinteren Teil, viele Rücksetzer, das ist alles nicht wirklich überzeugend. Da könnt ihr eigentlich die Märkte angucken, wie ihr wollt, auch der Nasdaq jetzt hier, Rücksetzer, alles mit Überschneidung. Das ist noch nicht irgendwas aus Überzeugung. Ich habe die Vermutung, das ist nur eine Vermutung, aber ich habe die Vermutung, dass wir hier in der Abwärtsbewegung hier vorne eine Pause hat, eine starke Bewegung, hier irgendeine Art der Pause bekommen und einmal nochmal nach unten, würde mich nicht wundern. Das allerdings, um es zum Ende zu bringen, wäre dann uns zumindest mal, würde uns das diese Bewegung zum Abschluss bringen. Ihr seht die Fünfwelligkeit und dann die Frage, ob wir von den tieferen Tiefs, die wir dann nach einer scharfen Abwärtsbewegung bekommen, da nochmal loslegen können, dann endlich auf der Long-Seite. Das ist etwas für unseren nächsten Videobeitrag. Bis dahin hoffe ich, dass ihr die richtigen Schritte für heute Abend einleitet, dass ihr auf der richtigen Seite liegt. Dafür drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen und sage ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.